الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wir machen weiter inshallah mit der 11. Frage. Welche ist die einzige Religion, mit der Allah subhanahu wa ta'ala gedient wird? Tfaddal. Bismillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Frage 11. Welche ist die einzige Religion, mit der Allah subhanahu wa ta'ala gedient wird? Es ist die Religion von Ibrahim alayhi salam. Die Religion des reinen Monotheismus. Al-Hanifiyya. Ja? Al-Hanifiyya. Auf Arabisch. Weil im Original sagt der Sheikh Al-Hanifiyya. Schreibt das auf. Weil die Religion von Ibrahim ist Al-Hanifiyya. Also der Islam. Hanifam Musliman wa ma kana min al-Mushrikin. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dass er Hanif gewesen ist. Was bedeutet Hanif? Es bedeutet jemand, der vom Schirk weggeht, der sich vom Schirk fernhält und der sich dem Tawhid nähert. Das bedeutet Hanif sein. Und Al-Hanifiyya bedeutet genau das, Al-Tawhid. Deswegen sagt er die Religion des reinen Monotheismus. Das bedeutet Al-Hanifiyya. Genau. Also die einzige Religion, mit der Allah gedient werden kann, ist der Islam. Der Tawhid. Die Religion des Tawhid, Al-Islam. Was sagt er weiter? Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi Al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Das heißt, die Religion, die Allah akzeptiert, ist der Islam. Die Religion, die Allah liebt, ist der Islam. Und ad-din, inna ad-dina 'inda Allahi Al-Islam. Ad-din bedeutet Religion, aber bedeutet auch Gehorsam. Ja? Es bedeutet auch Gehorsam, Ad-Din. Das heißt, womit gehorchen wir Allah? Mit dem Islam. Und warum ist die Religion bei Allah der Islam? Weil es die Urreligion der Propheten und der Gesandten ist. Jetzt fragt jemand, was ist denn mit dem Judentum, mit dem Christentum? Ist nicht das Judentum die Religion von Moses? Ist nicht das Christentum die Religion von Jesus? Die Antwort ist nein. Das ist nicht die Religion. Weder ist das Judentum die Religion von Musa a.s. noch ist das Christentum die Religion von Isa a.s. Die Religion von beiden und von allen Propheten und Gesandten ist was? Al-Islam. Die Ergebung zu Allah. Und deswegen macht mal den Test, so wie ich den Test mal gemacht habe, und fragt mal einen Rabbiner oder einen Priester, ob Moses ein Gottergebener gewesen ist. Ob Jesus ein Gottergebener gewesen ist. Ob Ibrahim ein Gottergebener gewesen ist. Was werden sie antworten? Ja. Sie werden sagen, ja. Also bestätigen sie damit, dass diese Propheten Muslime gewesen sind, dass ihre Religion Al-Islam gewesen ist. Judentum wurde erst später erneuert. Bid'ah. Die Leute haben Bid'ah gemacht und dann haben die irgendwann mal die Bid'ah Judentum hervorgebracht. Genauso wie Christentum. Ist eine Bid'ah, ist eine Erneuerung. Gewiss, die Religion bei Allah ist der Islam. Das heißt, die Religion, die Allah den Menschen gegeben hat, ist Al-Islam. Das heißt, es ist die Urreligion der Menschen auch. Die Urreligion des Menschen ist die Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, was sagt er weiter? Begehren Sie denn eine andere als Allahs Religion, wo sich ihm doch jeder ergeben hat, der in den Himmeln und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig? Das heißt, was wollen Sie anders als Al-Islam? Wenn jemand zum Beispiel den Islam kritisiert, weil wir müssen heute mit unserer Logik sprechen, weil wir leben in Deutschland, ja, wir haben mit Juden zu tun, mit Christen zu tun, mit Atheisten, mit Feinden des Islam. Und da gibt es viele unter den Nicht-Muslimen, die den Islam kritisieren und attackieren und angreifen. Hier müssen wir den Leuten die Frage stellen, okay, Islam auf Seite, was ist die Alternative, bitte? Was? Christentum, wo behauptet wird, dass Gott einen Sohn hat und wo behauptet wird, dass Gott
ein Mensch ist und wo behauptet wird, dass Gott gestorben ist. Heute hatte ich noch eine Diskussion mit einer Abtrünnigen, die ist konvertiert und hat den Islam verlassen. Und dann habe ich gefragt, was los ist. Und dann sagte sie, ja, ich bin jetzt getauft, nachdem sie den Islam angenommen hat. Ja? Und dann habe ich sie gefragt, ja, okay, du glaubst jetzt an eine Religion, wo behauptet wird, dass Gott ein Mensch ist. Ja, nee, er ist der Sohn Gottes. Ja, aber ist er nicht Gott? Ja, ist er auch. Er ist doch gestorben, oder? Am Kreuz. Ja, also ist Gott gestorben. Nein, der Sohn Gottes ist gestorben. Der Heilige Geist. Widersprüche ohne Ende. Das Christentum, bei allem Respekt den Christen gegenüber, ist die Religion mit den meisten Widersprüchen. Das heißt, Jesus ist Gott. Dann heißt es, nein, er ist der Sohn Gottes. Dann heißt es, nein, Gott hat sich in ihn inkarniert. Dann, wenn du sie fragst, ist er gestorben? Ja, ist er gestorben. Ist Gott gestorben? Nein, Gott ist nicht gestorben, weil zu dem Zeitpunkt war Jesus Mensch und nicht Gott. Ja, und danach war er wieder Gott und vorher war er Gott, oder? Dann sagen sie, Gott ist der Heilige, ist der Vater, der Heilige Geist, der Heilige Sohn. Alle drei sind Gott. Wie? Das sind drei Götter. Nein, 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 das ist ein Gott. Das ist wie das Ei. Du hast einmal die Schale, dann das Weiße vom Ei und das Gelbe vom Ei. Drei Dinge, ein Ei. Und dann fragen wir, was ist denn, wenn wir das Ei kaputt machen? Dann ist die Schale weg. Was ist dann? Was ist, wenn das Ei gekocht wird? Wann ist es? Purer Blödsinn, subhanallah. Was gibt's noch? Buddhismus, wo es tausende Götter gibt. Oder, nee, sorry, Hinduismus. Hinduismus, wo es tausende Götter gibt. Buddhismus, wo gesagt wird, es gibt gar keinen Gott. Wo du kein Fleisch essen darfst und so weiter. Und wo Buddha angebetet wird, Statuen angebetet werden. Welche Alternative haben wir? Außer die Religion des Monotheismus, wo nur Gott angebetet wird. Keine Statue, kein Mensch, nichts anderes. Deswegen sagt er, begehren sie denn eine andere als Allahs Religion? Das ist die Religion von Gott, von Allah, nicht von mir oder von dir, sondern das ist die Religion von Allah, wo sich ihm doch jeder ergeben hat, der in den Himmel und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig. Hier sagt er, alle haben sich ihm ergeben. Die Sonne, der Mond, die Sterne, die Planeten, alle. Aber was ist dann mit dem Kafir? Ergeben heißt ja Muslim sein. Ist der Kafir ein Muslim? Nein, sonst wäre er kein Kafir. Aber hier ist eine andere Art der Ergebung gemeint. Und zwar? Die Naturgesetze. Genau, die Ergebung gegenüber den Naturgesetzen. Und die Ergebung gegenüber dem Schicksal und dem Tod. Deswegen ein Kafir, egal wie sehr er Allah leugnet. Frag ihn, weißt du, was du morgen essen wirst? Weißt du, was du nächsten Monat tun wirst? Weißt du, was du nächstes Jahr machen wirst? Weißt du, wann du sterben wirst? Er wird dir sagen, nein. Also, bist du ergeben Allah gegenüber, Gott gegenüber. Deswegen sagte er, freiwillig oder? Was sagt er hier? Freiwillig oder? Widerwillig. Tau'an, au karhan. Entweder freiwillig. Wer ergibt sich freiwillig? Allah subhanahu wa ta'ala. Die Gläubigen, die Muslime. Und alle anderen Geschöpfe. Außer der Käfer unter den Menschen und den Dschinn. Widerwillig, damit sind die Kuffar unter den Menschen und den Dschinn gemeint. Das heißt, sie ergeben sich Allah widerwillig. Der Gläubige aber ergibt sich Allah freiwillig. Genau. Also das heißt, alle Geschöpfe, Engel, Planeten, Sterne, der Mond, die Sonne ergeben sich Allah. Selbst die Tiere sind Muslime. Die Tiere sind Muslime, also Ergebene Allah gegenüber. Ein Hund, wenn wir ihn fragen könnten und er sprechen könnte, wer ist Allah, er würde uns antworten. Er würde sagen, er ist der Herr der Himmel und Erden. Eine Katze, wenn wir mit ihr reden könnten und sagen könnten und fragen könnten, wem sollen wir alleine anbeten, sie würde sagen, Allah. Deswegen, die Tiere, die Planeten, die Sterne, alle sind gottergebene Geschöpfe. Bei Menschen wiederum und den Dschinn gibt es unter ihnen gottergebene
Und unter diesen Gottergebenen gibt es freiwillige Gottergebene, so wie die anderen Geschöpfe, die auch freiwillig gottergeben sind. Und widerwillige, und damit sind die Kuffar gemeint. Was sagt er weiter? Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und dem Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Niemals wird eine andere Religion als der Islam angenommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen die Aussage, alle Wege führen zu Rom. Oder die Aussage, ist doch kein Problem. Hauptsache, man ist ein guter Mensch. Ist egal, ob man Christ, Jude ist oder Muslim ist, ist doch egal. Gibt es nicht, ist nicht egal. Es gibt nur eine einzige Religion, die zu Allah führt. Und das ist Al-Islam. Wer eine andere Religion auswählt, diese Religion wird niemals bei Allah angenommen. Und am Ende ist er im Höllenfeuer, Verlierer. Die Verlierer, wo sind sie am jüngsten Tag? In der Hölle, wal'iyadu billah. Gut. Das heißt, alle Religionen neben dem Islam sind falsch und widersprüchlich. Judentum, Hinduismus, Buddhismus, alle. Christentum, alle. Nur das Christentum ist halt ein bisschen mehr widersprüchlich. Wegen dieser Dreifaltigkeit und so weiter und so fort. Daran seht ihr auch, anhand dem Christentum, dass es Leute gab, die den Islam verändert haben. Anderes Beispiel, Schiitentum, Schia, Tashayyu'. Widersprüche ohne Ende in dieser Sekte, in dieser Religion. Ist ja auch eine Religion mittlerweile. Widersprüche ohne Ende. Warum? Weil es von einem Menschen gemacht wurde. Versteht ihr? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über den Koran und über den Islam auch allgemein: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wenn der Koran und der Islam von jemand anderen wäre, außer Allah, von einem Menschen, so würden sie darin viele Widersprüche erkennen. Das heißt, alles, was von Menschen gemacht wird, ist voller Widersprüche. Und deswegen ist eines der Merkmale des Islam, dass er keine Widersprüche hat. Wir haben das ja gelernt im letzten Unterricht, richtig? Wir haben gesagt, die Scharia ist nicht veränderbar und die Scharia ist nicht widersprüchlich. Das haben wir im letzten Unterricht ja erwähnt über die Scharia. Dadurch wurde, er sagte über den, über die Entsendung der Offenbarung, er sagte die Offenbarung, dadurch wurde seine unwiderlegbaren Argumente dargelegt und seine tiefe Weisheit erscheint. Das heißt, der Islam ist unwiderlegbar und ohne Widersprüche. Ohne Widersprüche, sonst wäre er von einem Menschen. Und das ist ein Problem auch wiederum, ne, heutzutage. Also wenn man sagt, der Islam ist die einzige wahre Religion, Christentum ist falsch, Judentum ist falsch, gibt es sogar Muslime, die dir sagen, das darfst du nicht sagen. Damit beleidigst du die Nicht-Muslime. Dann müssen wir nochmal Beleidigung neu definieren. Was bedeutet Beleidigung? Dass ich sage, das ist richtig und das ist falsch, das ist keine Beleidigung. Kann sein, dass der eine oder andere sich beleidigt fühlt, aber dann soll er kommen und uns die Beweise geben. Kein Problem. Wenn uns jemand beweist, dass das Christentum wahr ist, dann nehmen wir Christentum an. Wenn uns jemand beweisen kann, dass das Judentum wahr ist, dann nehmen wir das Judentum an. Deswegen Bismillah, wir sind bereit. Allah SWT sagt, وَجَادِلُّمْ بِالَّتِيَ أَحْسَنُ, und diskutiere mit den Juden und Christen auf bessere Art und Weise. Das heißt, wir Muslime sagen nicht nur, dass der Islam wahr ist und alles andere falsch, und dann halten wir unseren Mund und wollen nicht diskutieren, wie das viele der Juden und Christen machen, sondern wir wollen diskutieren, kein Problem, Bismillah. Derjenige, der etwas verstecken hat, derjenige, der keine Argumente hat, das ist derjenige, der sagt, ich möchte nicht diskutieren. Aber derjenige, der sicher ist von seiner Sache und Gewissheit hat, er sagt, Bismillah, lass uns diskutieren. Deswegen, alle Religionen neben den Islam sind falsch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Wer eine andere Religion außer den Islam auswählt, sie wird nicht von ihm angenommen. Das heißt, sie ist ungültig. Genau. Und er wird am nächsten Tag in die Hölle kommen. Das ist Koran. Warum schämen wir uns?
darüber zu reden. Warum haben wir Angst? Wallahu al-musta'an. Was sagt er weiter? Wer wird das Glaubensbekenntnis Millah Ibrahims, das heißt den reinen... Millah zu Ibrahims. Millah zu hätten wir schreiben sollen. Millah heißt, ja, Millah, genau, aber Millah zu, egal, khair. Wer wird das Glaubensbekenntnis Ibrahims, das heißt den reinen Tauhid, wohl verschmähen, außer dem, der selbst betört ist. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wer sich von dem Tawhid abwendet, von der Religion Allahs abwendet, das ist jemand, der dumm ist. Das heißt, nur die Dummen wenden sich vom Islam ab, nachdem sie ihn erkannt haben. Das siehst du, schau dir die Abtrünnigen an. Es gibt ja Abtrünnige, richtig? Also Leute, die Muslime gewesen sind, den Islam verlassen haben, konvertiert sind den Islam, genau wie diese Frau heute, die mit mir gesprochen hat. Und du siehst, sie sind einfach nur dumm, töricht. Ja, sie hat gesehen, okay, im Islam ist Unzucht verboten, aber ich möchte gerne einen Freund haben. Nee, dann lass mich lieber taufen. Er sieht, okay, Alkohol ist verboten im Islam, oh, das ist so schwer ohne Alkohol, Party feiern und so, lass ich den Islam links liegen. Du siehst, die Leute, die den Islam verlassen, sind Leute, die dumm sind. Und die Leute, die den Islam ablehnen, sind dumm. Weil jemand, der einfach nur nach seinem Verstand geht, nach seiner Logik geht, wird erkennen, dass es nur einen Gott geben kann. Und nicht zwei, drei, vier Götter. Jemand, der nach seinem Verstand geht, wird erkennen, dass wir erschaffen worden sind. Dass die Welt erschaffen worden ist. Aber jemand, der... Was heißt dumm? Was heißt dumm sein? Unwissend sein. Und es heißt vor allen Dingen, dass man seinen Verstand zurückdrängt. Dass man seinen Verstand nicht zur Geltung bringen möchte. Das ist das. Die Leute wollen einfach nur dumm bleiben. Deswegen diese ganzen sozialen Medien, Film, Spaß, Unterhaltung. Warum? Damit die Leute dumm bleiben einfach. Ja, damit die Leute einfach nur dumm bleiben, damit sie nicht nachdenken, ihren Verstand benutzen. Jetzt die Leute, die jetzt Trump folgen, Querdenker, Pegida, AfD, die Anhänger von ihnen. Das sind dumme Menschen. Dumme, du kannst nicht mit ihnen diskutieren vernünftig. Kannst du nicht. Nur am Schreien. Du redest mit ihm, er sagt dir, das ist unser Land. Du willst mit ihm diskutieren, er sagt, Deutschland den Deutschen. Du willst mit ihm argumentieren, wir sind das Volk. Was ist das für ein Schwachsinn? Das ist Dummheit einfach. Und deswegen die radikalen Köpfe, egal ob sie von den Muslimen oder von den Nicht-Muslimen, selbst unter den Muslimen, die Köpfe der Roulette, derjenigen, die radikal denken, egal ob das jetzt in die Richtung Rassismus geht oder Richtung Religion geht, ihre Anhänger sind zu 99% die Dummen. Was heißt Dumme? Was haben wir gesagt? Was sind dumme Menschen? Menschen, die nicht ihren Verstand einschalten. Versteht ihr? Daesh, ISIS. Es gab viele, die ihnen gefolgt sind. Wer ist ihnen gefolgt? Die meisten waren dumm. Also wenn du einfach nur deinen Verstand einschaltest und siehst, guck mal, die schlachten Leute ab. Die machen Anschläge. Die kämpfen gegen alle und jeden. Die töten jeden. Alle und jeden. Allein nur von deinem Verstand. Du siehst, alle Gelehrte reden gegen sie. Prediger reden gegen sie. Allein nur vom Verstand her wirst du sagen, die sind falsch. Nur von deinem Verstand her. Lass mal Koran und Sunna und... Allein nur von deinem Verstand her. Deswegen sagt er, wer sich vom Islam abwendet, vom Glaubensbekenntnis von Ibrahim abwendet, von der Millah von Ibrahim, er ist einfach nur jemand, der dumm sein will. Wie ein Tier leben will. Er will keine Regeln haben, die ihm besagen, die ihm klar machen, was er zu tun hat und was nicht. Darum geht es sich. Deswegen die Leute, die heute den Islam ablehnen und Religion überhaupt ablehnen, was wollen sie? Sie wollen einfach nur ihr Leben leben. Sie wollen Spaß haben, sie wollen genießen, sie wollen, ja, sie wollen ihrer Lust nachgehen und der Verstand stört dieses Begehren. Deswegen schalten sie ihren Verstand aus und folgen einfach nur ihrer Lust.
Und dann schauen sie, okay, wie ein Bruder gesagt hat, dann schauen sie im Garten der Religionen nach und sehen, okay, Christentum, ah, schön, da kann ich trinken, Alkohol zu mir nehmen und Unzucht begehen und kein Problem. Ich muss nur daran glauben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Im Islam, da muss ich mich vor Unzucht fernhalten, vor Alkohol, vor das, ah, ist mir zu schwer. Deswegen. Was sagt er weiter? Oder haben sie etwa Teilhaber, die ihn als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Das heißt, die Religionen, die nach dem Islam entstanden sind, sind von Menschen gemacht worden. Was ist der Beweis dafür? Hier dieser Vers. Oder haben sie etwa Teilhaber, Shuraka, Shara'ulahum min ad-din, ma lam ya'zan bihi Allah. Also, haben sie etwa Teilhaber von den Menschen, Shayatin unter den Menschen, die ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat. Das heißt, das Judentum, Christentum, Shia, Ahbash, Qadianiya, Ahmadiyya, das sind Religionen, die von Menschen gemacht wurden, von Shuraka, von Tawarit, von Götzen, die die Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala übernehmen wollten und den Leuten eine Religion erstellen wollten. Deswegen sagt er, es sind Teilhaber, es sind Shuraka, es sind Tawarit, es sind Götzen, die sich neben Allah stellen wollen, indem sie eine andere Religion gründen, außer dem, was Allah erlaubt hat. Und genauso ist dieser Vers, also mal so nebenbei, ein Beweis gegen die Bid'ah. Dieser Vers ist ein Beweis gegen die Bid'ah. Deswegen, wenn jemand sagt, es gibt gute Bid'ah, sagst du ihm, Allah sagt, oder haben sie etwa Teilhabe, die ihn als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Du fragst ihn, hat Allah das befohlen? Nein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nein. Aber es ist trotzdem gut. Es ist eine gute Bid'ah. Dann sagst du ihm, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass wer sowas sagt, wer sowas tut, der ist ein Teilhaber von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Scharik. Das heißt, eine Götze, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Okay. Was sagt er weiter? Frage 12. Wie viele Rangstufen hat der Islam? Der Islam hat 3 Rangstufen. Also der Islam als Religion, als Millah, als Richtung, nicht als Definition in Form von 5 Säulen. Okay, er sagt Rangstufen, Darajat. Weil die Säulen sind ja Säulen, keine Rangstufen. Aber hier ist die Rede von dem Islam allgemein. Was ist im Islam alles drin? Was sind dort für Rangstufen? Welche Rangstufen kann man als Muslim erreichen? Was sagt er? Der Islam? Der Islam hat 3 Rangstufen. Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Das Kenntnis von Allahs Aufsicht. Die Kenntnis? Die Kenntnis von Allahs Aufsicht und Anwesenheit. Jede von ihnen allein bedeutet die gesamte Religion. Aha. Also Al-Islam, die Ergebung. Al-Iman, der Glaube. Al-Ihsan. Al-Ihsan besetzen manche mit Tugend, die Tugend. Ja, er sagt hier die Kenntnis, Al-Ihsan. Und deswegen gibt es die, Al-Islam, wir haben einmal Al-Islam und der Muslim ist, also es gibt den Muslim, der auch ein Mu'min ist, ein Gläubiger ist und der auch ein Muhsin ist. Alle 3. Also Muslim, Mu'min, Muhsin. Muslim, Mu'min, Muhsin. Und deswegen ist jeder Muhsin. Ha? Okay. Gut. Also es gibt die 3 Rangstufen. Islam, Iman, Ihsan. Also der eine ist Muslim. Was kann er erreichen? Er kann die Stufe des Iman, des Glauben erreichen. Da kann er die Stufe von
Ihsan erreichen. Und deswegen ist jeder Muhsin ein Mu'min und ein Muslim. Und jeder Mu'min ist ein Muslim. Aber nicht jeder Muslim ist ein Mu'min und ein Muhsin. Und nicht jeder Mu'min ist ein Muhsin. Das heißt, das sind drei Stufen, die man erreichen kann. Die erste Stufe ist Al-Islam, dass man überhaupt im Islam reinkommt. Was bedeutet Al-Islam? Die Ergebenheit. Das heißt, dass man akzeptiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzig wahre anbetungswürdig ist, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist und dass man die fünf Säulen des Islam praktiziert. Das heißt, Shahada, Gebet, Fasten, Zakat und Hajj. Al-Iman. Al-Iman bedeutet, dass du Muslim bist, aber dich von den Verboten fernhältst und die Gebote einhältst. Nicht nur die fünf Säulen, sondern viel mehr. Es gibt ja mehrere Gebote als die fünf Säulen. Und Ihsan bedeutet, dass du zu den Geboten, zu den Pflichten, freiwillige Taten praktizierst. Habt ihr verstanden? Okay. Und es bedeutet auch, wenn man Islam praktiziert, also die erste Stufe bedeutet, dass man die Gebote und die Verbote einhält. Und die zweite Stufe bedeutet, dass man dabei starken Iman hat. Und die dritte Stufe bedeutet, dass man dabei Gewissheit hat. Weil er sagt hier, Kenntnis von Allahs Aufsicht und Anwesenheit. Das bedeutet Al-Ihsan. Dass du Allah so anbetest, als ob du ihn sehen würdest. Das ist die höchste Stufe überhaupt. Genau. Jetzt erklärt er, was bedeutet Al-Islam. Was bedeutet Al-Islam? Heute, wenn du Leute fragst, Jugendliche, sagst, was bedeutet Islam? Der weiß nicht. Sagt er, bedeutet Frieden. Der andere sagt dir, der bedeutet, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Was bedeutet Al-Islam? Das hat eine Bedeutung, das ist Arabisch, das hat eine Bedeutung. Jetzt erklärt er, was es bedeutet genau. Was sagt er? Frage 13. Frage 13. Was bedeutet Al-Islam? Ergebung in den Willen Allahs durch die Bezeugung seiner Einheit Tauhid und die Befolgung seiner Gebote sowie die Abwendung von Polytheismus, Schirk, Beigesellung, Vielgötterei. Und der Erhabene sagt: Also hier erwähnt er die Grundlagen des Islam. Also Islam bedeutet erstmal Ergebung. Aber womit ergebe ich mich Allah? Durch die Bezeugung seiner Einheit, Tauhid. Al-Istislamu lillah bit Tauhid. Das heißt, dass ich daran glaube, dass nur Allah angebetet werden darf. Wal-Inqiyad. Und ich befolge seine Gebote. Das heißt, das, was er mir geboten hat, praktiziere ich. Das, was er mir verboten hat, unterlasse ich. Das bedeutet Al-Islam. Deswegen sagen manche Gelehrte, dass wenn jemand gar nichts praktiziert, dann hat er den Islam gar nicht praktiziert. Dann ist er gar nicht im Islam richtig drin. Er sagt, La ilaha illallah, das war's. Zwei Jahre siehst du ihn nicht mehr. Weder betet er, noch fastet er, noch hat er irgendwas mit dem Islam zu tun. Hier sagen viele Gelehrte, der ist gar nicht richtig im Islam drin. Weil Al-Islam bedeutet, dass du bezeugst, dass Allah der Einzige ist, der angebetet wird, Mohammed sein Gesandter ist, und dass du dich ergibst. Wie ergibst du dich, indem du gar nichts machst? Nein, indem du Taten vollziehst. Indem du zumindest betest fünfmal am Tag. Und dann sagt er, وَالْخُلُوسُ مِنَ الشِّرْكِ. Und die Abwendung vom Polytheismus. Das gehört auch dazu. Zum Islam gehört, dass du dich vom Schirk abwendest. Und von den Anhängern des Schirk abwendest. Loyalität und Lossagen, الْوَلَا وَالْبَرَا, ist im Islam schon drin. Das ist die Bedeutung von Al-Islam. Die Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt bringt er die Verse, die nochmal das beweisen und das verdeutlichen. Was sagt er? Wer hätte eine bessere Religion, als wer sein Gesicht Allah hingibt, das heißt sich Allah ergibt? Was ist die Antwort dafür? Wer hat eine bessere Religion, als wer seine Gesicht, wer sein Gesicht Allah hingibt, das heißt Allah ergibt? Ja. Islam. Gibt es nicht. Warum? Weil der Islam die Religion aller Propheten und Gesandten ist.
Deswegen ist der Islam die beste Religion, weil es ist die Religion der Vernunft, die Religion des Tawhid, der Monotheismus. Damit zeichnet sich der Islam aus. Der Islam zeichnet sich nicht an erster Stelle damit aus, dass er die Religion der Brüderlichkeit ist, die Religion der Barmherzigkeit ist, die Religion der Zusammenkunft ist und die Religion der Sauberkeit. Das sind alles Argumente, ohne Frage. Aber das Erste, worüber wir reden müssen, ist, dass es die Religion des Tawhid ist. Deswegen, viele machen den Fehler, wenn sie mit Christen diskutieren und mit Juden und, sagen sie, ja, der Islam ist so, der Islam... Fang erstmal beim Tawhid an. Fang erst beim Monotheismus an, bei der ersten Säule an. Bevor du mit ihm darüber redest, warum Schwein verboten ist, warum Hijab Pflicht ist, warum Alkohol verboten ist, red erstmal mit ihm über Allah. Wir hatten mal das Problem oder die Situation, da kam einer, Atheist. Wir wussten nicht, dass er Atheist ist. Ja, war am Diskutieren. War Ramadan gewesen. Und dann fing er an, ja, ist es doch Ramadan und. Und dann sagt er, ich habe eine Frage. Ja, bitte, was ist deine Frage? Sagt er, ja, ihr sagt doch, dass im Koran alles steht. Richtig. Okay, warum steht da nicht drin, wie sich die Leute verhalten sollen, die in den skandinavischen Ländern leben? Die haben ja teilweise kein Maghrib, kein Sonnenuntergang. Ne? Auf jeden Fall habe ich mit ihm diskutiert, habe ihm ein paar Argumente genannt und so weiter. Und dann am Ende fing er an wieder mit Schwein und so. Da habe ich ihn gefragt, warte mal, glaubst du überhaupt an Gott? Sagt er, nein, ich bin Atheist. Da habe ich ihm gesagt, was nützt es überhaupt? Was hat es für einen Sinn, mit dir über das Erlaubte und das Verbotene zu diskutieren, über Pflichten zu diskutieren, während du gar nicht mal an Gott glaubst? Das heißt, wir müssen erstmal über Gott reden, ob wir den Glauben an Gott. Und genau so allgemein, wenn wir mit Leuten reden, mit Nichtmuslimen. Schau erstmal, ob er überhaupt an Allah glaubt. Wenn er nicht an Allah glaubt, wird er auch nicht verstehen können, dass Hijab Pflicht ist, dass Schwein verboten ist und so weiter. Genau wie ein Atheist zum Beispiel. Er wird niemals verstehen können, warum bestimmte Dinge verboten sind im Islam. Warum bestimmte Dinge erlaubt sind oder geboten sind, Pflicht. Wird er nicht verstehen. Warum? Weil er hat gar keinen Glauben an Allah. Er fühlt sich frei, er denkt, er ist frei. Keiner kann ihm bestimmen, was er zu tun und zu lassen hat. Deswegen müssen die Leute erstmal verstehen, dass es einen Gott gibt, Allah, der den Leuten befehlen darf und befehlen kann und der den Leuten verbieten kann. Darum geht es sich. Deswegen hatten wir gesagt, Ad-Din. Was bedeutet Ad-Din? Es bedeutet unter anderem Gehorsam. Und was bedeutet Abd? Diener. Diener, wir haben einmal den Diener und einmal den Meister. Welche Beziehung ist zwischen den beiden? Von was wird diese Beziehung geprägt? Die Beziehung zwischen Diener und seinem Herrn. Eine Dienerschaft gegenüber. Die Dienerschaft. Was bedeutet Dienerschaft? Dass man die Gesetze und Verbote Allahs einhält. Dass man ihm gehorcht. Dass man die Gesetze einhält. Und das ist auch nochmal ein großes Problem heute. Das Thema Gesetze, Scharia und das Urteil mit den Gesetzen Allahs und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala ist Ar-Rabb, der Herr. Was bedeutet der Herr? Der Meister, der König, derjenige, der die Gesetze geben kann und der dir Gesetze erlassen kann, der dir sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Nicht der Mensch, nein. Selbst der Imam oder der Richter, der nach Scharia herrscht, herrscht er selber oder herrscht er nach den Gesetzen Allahs? Er herrscht nach den Gesetzen Allahs. Und deswegen gibt es im Islam nicht die Theokratie. Demokratie, Theokratie. Was bedeutet Theokratie? Demokratie bedeutet ja, also im eigentlichen Sinne, die Macht geht aus dem Volke heraus, nicht aus irgendwelchen Gesetzen der Religion. Ja? Und deswegen die Demokraten und die Liberalen, die bekommen ja einen Anfall, wenn wir sagen, Scharia ist das beste Gesetz, weil sie sagen, das steht im Widerspruch zu der Demokratie. Aber wir reden jetzt hier theologisch. Demokratie bedeutet, dass die Macht geht aus dem Volk. Theokratie bedeutet, die Macht, die absolute Macht geht vom Herrscher aus. König, Präsident, nenn ihn wie du magst.
Er ist der Vertreter Gottes auf Erden und das, was er sagt, ist Gesetz. Das gibt es aber im Islam nicht. Denn der König im Islam oder der Emir oder der Kalif, wenn er sich dem Islam widersetzt, also der Scharia widersetzt, dann wird er genauso zur Rechenschaft gezogen. Es gibt keinen Freischein für ihn, dass er sagt, ich bin der Vertreter Gottes, das, was ich sage, ist Gesetz. Gibt es nicht, nein. Er muss genauso wie jeder andere nach den Gesetzen Allahs gehen. Er richtet nach den Gesetzen Allahs, ja, aber nicht als Gesetzgeber, sondern als Befolger. Versteht ihr? Wenn jetzt Beispiel, ein Gesetz von den Gesetzen der Scharia ist die Zakat. Der Herrscher im Islam muss ja die Zakat von den Reichen nehmen und sie den Armen geben. Richtig? Okay. Dieses Gesetz führt er aus. Er kann nicht hingehen und sagen, warte mal, wir machen ein anderes Gesetz. Und zwar, wir nehmen nicht nur von den Reichen, sondern auch von den Armen Geld. Darf er das? Darf er nicht. Damit handelt er gegen das Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen zurück zu unserem Thema. Der Islam bedeutet nicht nur, dass man daran glaubt, dass Allah der einzig Anbetungswürdige ist, sondern dass man ihm auch gehorcht und dass man auch den Islam praktiziert. Und der Islam ist, wie gesagt, die beste Religion, weil es die Religion aller Gesandten ist und weil es die Religion ist, die komplett ist. Heute, wir haben ja heute überall auf der Welt fast den Säkularismus. Das heißt, die Philosophie, dass man Staat und Religion trennt und dass man das Privatleben eines Menschen und die Religion voneinander trennt. Der Islam ist genau das Gegenteil. Der Islam sagt, du darfst nicht Staat und Religion trennen und du darfst nicht das Privatleben und die Religion trennen. Es gehört zusammen. Deswegen, der Islam ist universal. Der Islam beinhaltet alle Lebenssituationen. Jeder fällt unter den Islam. Der Herrscher, der Beherrschte, der Polizist, der Normale, der Dieb, die Frau, der Mann, die Kinder, alle. Was sagt er weiter? Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste Handhabe. Wer sich Allah völlig hingibt, das heißt, er ist ein Muslim. وَعَمِلَ صَالِحًا Und der Gutes tut, der hat sich an die festeste Handhabe gehalten. الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى Was bedeutet das? Das heißt, er hat La ilaha illallah praktiziert. Ergebung mit der Tat zusammen. Und deswegen diejenigen, die nicht beten, sagt es ihnen. Sagt ihnen, dass sie nicht richtig den Islam praktizieren. Schämt euch nicht dabei. Auch wenn ihr zu hören bekommt, nein, warum sagst du sowas? Wir schließen dich jetzt nicht aus dem Islam raus, aber wir sagen dir, du bist kein wahrer Muslim, wenn du nicht betest. Du bist keine wahre Muslima, wenn du nicht den Hijab trägst. Du bist kein wahrer Muslim, wenn du nicht den Islam praktizierst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, Das heißt, es gehört zusammen. Die Tat gehört zum Islam. Das heißt, es reicht nicht einfach nur, dass du sagst, ich bin Muslim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und dann betest nicht, du fastest nicht, du machst gar nichts vom Islam. Was ist das für ein Islam? Der Islam ist eine Religion der Tat und keine Religion der Aussage und der Wortspielerei, dass man sagt, ich bin Muslim, ich bin gläubig und das war's. Deswegen die festeste Handhabe, wenn ihr liest im Koran Al-Urwatul Wuthqa, dann bedeutet das La ilaha illallah. Das heißt, man hat La ilaha illallah richtig praktiziert. Und es ist die festeste Handhabe. Al-Urwatu Al-Wuthqa. Der feste Bund zwischen dir und Allah. Das, was dir im Grab helfen wird, ist genau das. Dass du den Islam lebst, den Islam umsetzt, das wird dem Grab helfen. Nicht, dass du, der Heuchler, was wird der sagen im Grab? Er wird gefragt, oder? Wer ist dein Herr? Was wird der sagen? Der Prophet aus dem Sack, er wird sagen, ha, ha. Er wird nicht antworten können.
Was ist deine Religion? Ha, ha, wird er sagen. Was sagst du über den Mann, der zu euch geschickt wurde? Er wird sagen, ich habe das gesagt, was die anderen gesagt haben. Das gesagt, was die anderen gesagt haben. Das heißt, er hat nicht richtig praktiziert, Taten begangen. Er hat mal gebetet, mal nicht oder gar nicht gebetet. Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Wallahul musta'an. Daher, was sagt er weiter? Euer Gott ist ein einziger Gott. So seid ihm ergeben. Und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen. Euer Gott ist ein einziger Gott. Wa ilahukum ilahun wahid. So seid ihm ergeben. Das heißt, seid Muslime. Und verkünde frohe Botschaft denjenigen, Nein, das, guck mal, das ist falsch übersetzt hier. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ Und verkünde frohe Botschaft denjenigen. Afwan, das ist richtig übersetzt. Ich habe hier demjenigen gelesen. Und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen. Also, euer Gott, Anhänger von Mohammed, Anhänger von Moses, Anhänger von Isa, Jesus, Anhänger von Ibrahim, von allen Propheten ist ein Gott. Deswegen, egal wie sich die Gesetze ändern, der Propheten, weil ihr wisst ja, die Gesandten hatten ja verschiedene Gesetze gehabt. Mose hatte Tora, die Tora, Jesus, Isa hatte das Evangelium, das neue Evangelium, Muhammad s.a.w. hatte die Scharia. Aber der Gott ist einer, die Religion ist einer, auch wenn sich die Gesetze ändern oder unterscheiden, ist die Religion eine Religion. Deswegen sagte er, wa ilahukum ilahun wahid. Der Gott der Propheten und ihrer Anhänger ist ein Gott. Es ist die gleiche Religion. Deswegen Isa alayhi salatu wassalam wird ja wiederkommen, richtig? Womit wird er regieren? Scharia, mit dem Koran und der Sunna. Er wird ein Muslim sein. Deswegen, viele Christen werden an ihn glauben und Muslime werden. Weil er ihnen erklären wird, dass er nicht der Sohn Gottes ist. Und dass er nicht Gott ist, sondern dass er nur ein Prophet und ein Gesandter ist. Und übrigens, es ist geschichtlich bewiesen, dass es Leute gab, unter den Anhängern von Jesus, Isa alayhi salatu wassalam, man nennt sie Uraniter. Könnt das auf Google eingeben, Uraniter. Was sagt man über sie? Man sagt, sie waren Menschen, die daran geglaubt haben, dass Jesus nur ein Prophet und ein Gesandter ist. Nur ein Prophet und ein Gesandter. Und sie wurden verfolgt. Sogar zur Zeit von Isa a.s., also nachdem er von Allah subhanahu wa ta'ala in den Himmel gebracht wurde. Danach gab es ja die Zeit, wo es noch seine Anhänger gab es ja noch, nachdem er emporgehoben wurde. Diese Anhänger wurden verfolgt und getötet, bis es sie nicht mehr gab. Wie heißen sie? Uraniter. Das heißt, das waren die wahren Muslime. Danach wurde die Religion verändert und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, er war Sohn Gottes, die anderen haben gesagt, nein, er war Gott selber und so weiter und so fort. Was sagt er weiter? Frage 14. Was ist der Beweis dafür, dass das Wort Islam benutzt wird, um die ganze Religion zu bezeichnen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Das haben wir ja besprochen. Also diesen Vers, inna dina inda Allah al-Islam. Also der Islam, hier aufgepasst. Wenn der Islam alleine genannt wird, dann meint Allah subhanahu wa ta'ala auch Iman und Ihsan. Wenn Islam, das Wort Islam im Koran oder in der Sunna alleine genannt wird, dann meint man damit auch Iman und Ihsan. Verstanden? Deswegen sagt er, was ist der Beweis dafür, dass das Wort Islam benutzt wird, um die ganze Religion zu bezeichnen? Um Iman zu bezeichnen, Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Was sagt er weiter? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Islam hat fremd angefangen und wird einmal wieder ein Fremdendasein führen. Wie er begann, gesegnet sind darum die Fremden. Das ist eine falsche Übersetzung hier.
Das ist bei Sahih Muslim überliefert, aber das ist falsch. Fatuba lil Ghuraba, frohe Botschaft den Fremden. Nicht gesegnet. Gesegnet heißt Mubarak oder Mubarakun. Frohe Botschaft den Fremden schreibt. Frohe Botschaft den Fremden. Fatuba lil Ghuraba. Und Toba ist auch ein Baum im Paradies. Kann sein, wallahu alam. Fatuba li ghurba. Er sagt, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Der Islam hat fremd angefangen und wird wieder fremd sein. Genau in dieser Zeit leben wir, wo der Islam fremd ist. In all seinen Formen, in der Scharia, in der Auslegung, im Befolgen der Sunna, fremd. Nicht nur für die Nicht-Muslime, sondern auch für die Muslime selber, wal-iyadu billah. Deswegen, er sagt, Al-Islam, bada al-Islam ghariban. Der Islam. Nicht irgendein Aspekt vom Islam, sondern der ganze Islam wird fremd. Selbst unter den Muslimen, wal-iyadu billah. Dass sie sagen, du bist Extremist, du übertreibst, du bist komisch, du gehörst den Wahhabiten an, du gehörst den. Subhanallah, ich praktiziere doch nur den Islam. Nein, du bist extrem. Du bist fremd. Und dieser Hadith ist gewaltig. Es gibt auch mehrere Zusätze, wo der Prophet sogar gefragt wird, wer die Fremden sind. Sie haben ihn gefragt, die Sahabe, wer sind die Fremden? Und dann sagte er, es sind diejenigen, die rechtschaffen werden, während die Leute Frevler sind. Oder während die Leute schlecht sind. Sie werden in einer Zeit leben, wo die meisten schlecht sind. Die meisten Weltenbewohner. Die meisten Bewohner der Erde. Und sie werden eine Gruppe sein, die einzig und allein den Islam richtig praktizieren, unter den ganzen schlechten Leuten. Ist das nicht jetzt schon so? Allahu alam, ja, nee. Kann sich jeder selber beantworten. Aber er sagte, Toba lil Ghuraba, frohe Botschaft den Fremden. Das heißt, sie bekommen das Paradies dafür, dass sie in einer Zeit gelebt haben, wo die meisten schlecht gewesen sind, die meisten Bid'a machen, die meisten Haram machen und die meisten auf dem Irreweg sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der beste Islam ist der Glaube an Allah. Ah, seht ihr? Der beste Islam ist der Glaube an Allah. Das heißt, die ganze Religion meint er hier. Nicht nur die fünf Säulen, sondern die ganze Religion. Und dann sagt er am Ende, und es gibt noch viele weitere Beweise. Genau. Was sagt er weiter? 15. Frage. Frage 15. Was ist der Beweis, dass das Wort Islam mit den fünf Säulen des Islam definiert wird, wenn das Wort im Detail betrachtet wird? Das heißt, wenn wir jetzt Islam genauer betrachten, dann bedeutet es was anderes. Und nicht Iman gleichzeitig und nicht Ihsan gleichzeitig. Was sagt er hier? Der Gesandte Allahs, alaihissalatu wassalam, sagt im Hadith, als Jibril ihn, alaihissalatu wassalam, über den Islam befragte, Islam ist, zu bezeugen, dass Allah einzig ist. Also er wurde gefragt von Jibril, ma huwa al-Islam, was bedeutet Islam? Danach fragte ihn, was bedeutet Iman? Danach fragte ihn, was bedeutet Ihsan? Hier erklärt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Beisein von Jibril, seinem Lehrer, was Islam bedeutet. Was sagt er? Islam ist zu bezeugen, dass Allah einzig ist, dass nur er allein der Anbetung würdig ist, La ilaha illallah, und dass Muhammad sein Gesandter ist. So wie das Gebet zu verrichten, die Zakat zu geben, im Monat Ramadan zu fasten und die Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen, sofern man dazu in der Lage ist. Das ist Al-Islam definiert. Es bedeutet, dass du bezeugst, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und dass du das fünfmalige Gebet verrichtest, dass du die Zakat entrichtest, dass du den Monat Ramadan fastest und dass du die Hajj unternimmst. Aufgepasst. Hier. Reicht es, wenn wir sagen, La illallah Muhammad Rasulullah nicht? Reicht das? Als Säule, als erste Säule im Islam?
Jemand kommt und sagt, ich sage La ilaha illallah, aber Muhammad Rasulullah nicht. Ich bezeuge das nicht. Reicht nein, das? Nein. Reicht nicht. Reicht es, wenn jemand sagt, ich bete nur zweimal am Tag, nicht fünfmal? Nein. Reicht auch nicht. Reicht es, wenn jemand sagt, ich gebe nur ein Teil der Zakat, nicht die ganze Zakat? Reicht nicht. Reicht es, wenn jemand sagt, ich faste nur 15 Tage anstatt 30 Tage? Reicht das? Nein. Reicht es, wenn jemand sagt, ich mache die Hajj, aber an Yom Arafah bin ich weg? Reicht das auch? Nein. Das heißt, diese fünf Säulen gelten nur dann, wenn sie komplett praktiziert werden. Und warum sage ich das? Weil es gibt Geschwister, du fragst sie, betest du? Ja, Alhamdulillah, ich bete. Okay, fünfmal am Tag? Nee, nur zweimal am Tag, ich will mich da antasten. Was können wir diesen Leuten sagen? Ungültig. Diese Tat ist ungültig. Warum? Weil das Gebet ist eine Säule, die du komplett praktizieren musst. Nicht nur zwei Gebete, drei Gebete, das wird nicht von Allah angenommen. Du musst alle Gebete praktizieren. Genauso, wenn jemand 15 Tage fastet anstatt 30. Dann sage ich, ich will mich da rantasten. Was sagen wir ihm? Ungültig ist diese Tat. Genauso jemand, der einen Teil der Zakat bezahlen will. Auch genauso ungültig. Deswegen, alle Säulen, die genannt werden, sind komplett wie ein Körper. Du kannst sie nicht teilweise machen. Genau wie ein Körper. Du kannst einen Körper nicht... Du willst eine Frau heiraten? Okay. Ja, ich nehme nur den Arm von dieser Frau. Ich nehme nur den Kopf. Ich nehme nur die Beine. Geht nicht. Du musst die Frau komplett nehmen. Ja? Sonst hat das keinen Sinn. Genauso das Gebet musst du komplett beten. Die Hajj musst du komplett praktizieren. Ramadan musst du komplett praktizieren. Und genauso die Zakat. Komplett. Es gibt Vereinfachungen. Ja, wenn du fünfmal am Tag beten möchtest, aber du nicht im Stehen beten kannst, kein Problem, sitzen. Wenn nicht im Sitzen, dann im Liegen. Ramadan, wenn du krank bist, okay, bist du entschuldigt. Dann musst du die Tage aber nachholen. Dieser Kerl, wenn du nicht das Geld dafür hast, okay, bist du entschuldigt. Aber wenn du keine Entschuldigung hast, dann musst du die Säule komplett praktizieren. Außer beim Gebet, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung, um das Gebet zu unterlassen. Bei Hajj gibt es, du kannst die Hajj komplett unterlassen. Zakat kannst du komplett unterlassen. Hajj, wenn du kein Geld hast oder keine Kraft hast, kannst du komplett unterlassen. Zakat, wenn du kein Geld hast, kannst du komplett unterlassen. Ramadan, wenn du chronisch krank bist, kannst du komplett unterlassen. Das Gebet gibt es keine Ausnahme. Du musst beten. Die Frau, die die Monatsperiode hat oder Wochenbett, sie darf nicht beten. Sie darf nicht beten. Da kann man nicht sagen, ja, okay, das ist eine Ausnahme oder Vereinfachung. Nein, sie darf nicht beten. Aber derjenige, der beten muss, hat keine Ausnahme, indem man sagt, ja, er kann das Gebet unterlassen. Du bist noch frisch in der Religion. Zum Beispiel jetzt, die Leute, die Islam annehmen. Das passiert oft. Er nimmt den Islam an, weg ist er. Keiner redet mit ihm über das Gebet. Ja, er ist doch noch neu, er hat gerade den Islam angenommen. Nein, das Erste, womit du mit ihm reden musst, ist das Gebet. Er hat den Islam angenommen, okay. Bevor du mit ihm über Beschneidung redest, über Alkohol trinken redest, Gebet. Das ist ein großer Fehler, den viele machen. Der Bruder nimmt den Islam an, ja, Bruder, du musst dich beschneiden lassen. Er betet nicht mal. Ja, Bruder, du musst jetzt eine Frau heiraten, eine muslimische Frau. Du musst jetzt erstmal du musst Alkohol trinken und so lassen. Lass das mal. Red mit ihm über das Gebet. Bringe ihm das Gebet bei. Weil das ist die größte Säule nach der Shahada, oder nicht? Was ist die zweite Säule nach der Shahada? Das Gebet. Und hier nochmal. Die fünf Säulen, hier beim nächsten, nenn mal den nächsten Hadith, dann erkläre ich dazu. Was über die fünf Säulen? Was sagt er im nächsten Hadith? Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Islam wurde auf fünf Tragpfeilern erbaut. Das heißt, das sind Säulen, auf die der Islam baut. Wenn eine Säule wegfällt, ist der Islam weg. Also ist der Islam nicht komplett, also das Haus fällt ein. Das heißt, wenn jemand eine Säule unterlässt und ablehnt, ist er kein Muslim. Verstanden? Das ist damit gemeint. Wenn er die Säule unterlässt und dabei ablehnt,
hat er keinen Islam mehr. Was sagt er? Dem Zeugnis, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Sallallahu alaihi wasallam. Shahada. Dem Verrichten des Gebets. Oder man sagt auch Shahadatan, die zwei Bezeugnisse. Entweder Shahada oder Shahadatan, die zwei Bezeugnisse. Beides richtig. Dem Verrichten des Gebets, dem Entrichten der Zakah, der Hajj, Pilgerfahrt und dem Fasten im Monat Ramadan. Wem fällt hier etwas auf? Genau das, was ich gerade erklären will. Was fällt euch auf? Es kommt das Gebet immer direkt nach der Shahada. Ha. Verstanden? Es gibt sehr viele Ahadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die fünf Säulen nennt. Mal kommt Hajj vor Zakah, Zakah vor Ramadan, Ramadan vor Hajj und so weiter. Aber in allen Ahadith, Wallahu a'lam, wie viele Gelehrte sagen, ist das Gebet direkt nach der Shahada. Das zeigt uns, wie wichtig das Gebet ist. Und das zeigt uns, wie schlimm es ist, das Gebet zu unterlassen ohne Grund. Ja, nee, wie zum Beispiel Monatsperiode. Ist ein Grund, das Gebet zu unterlassen. Weil es verboten ist für die Frau. Wie mein Vater, der hat damals, wenn wir zusammen waren, ja, in so Sitzungen unter Muslimen, Marokkaner. Und dann gab es so ein paar Sportsfreunde, ein paar Spezialisten, die nicht gebetet haben. Möge Allah sie recht leiten. Ob sie mittlerweile beten, Allah, ich hoffe. Al-Muhim. Und dann hieß es, ja, lass uns beten, dann saßen die. Der eine zum Beispiel saß und sagt, mein Vater, komm, bete. Sagt er, betet ihr? Dann sagt er, ah, hast du die Monatsperiode oder was? Ja, nee, der Einzige, der nicht betet, ist die Frau, die die Monatsperiode hat. Oder Wochenbett. Wisst ihr, was Wochenbett ist? Wochenbett ist das Blut, was die Frau bekommt nach der Geburt. 40 Tage und ungefähr. Wallahu an. Al-Muhim. Das heißt, das Gebet ist das wichtigste Gebot nach der Shahada. Und deswegen, wenn ihr Leute seht, die konvertieren, fragt sie, betest du? Die wichtigste Frage überhaupt. Nicht, trinkst du noch Alkohol, hast du noch eine Freundin, betest du? Das ist die erste Baustelle, die wir bearbeiten müssen bei den Konvertierten. Und auch bei den normalen Muslimen. Größte Problem überhaupt in der muslimischen Community. Gebet. Die meisten Jugendlichen beten nicht. Die meisten Jugendlichen haben nichts mit dem Gebet zu tun. Wenn er betet, dann betet er nur am Freitag. Wenn es hochkommt. Wallahu musta'an. Deswegen, das sind die fünf Säulen des Islam. Weil er hat gesagt, der Islam ist die einzige Religion, die angenommen wird. Dann fragt er, was bedeutet Islam? Was sind die Beweise dafür? Und was ist der Beweis, dass der Islam die fünf Säulen bedeutet? Und so weiter. Dann machen wir inshallah nächste Woche weiter mit den nächsten Fragen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ich würde das Video jetzt hier beenden und dann nochmal neu starten für die Fragen. Könnte ich besser schneiden? Ja, genau.